Shalom Aleichem. Heute lernen wir etwas sehr Starkes über die Emuna. Die Wahrheit ist, ich weiß nicht ganz genau, wie man das tut und macht, diese Methode. Sie ist sehr, sehr schwierig, aber wir müssen sie lernen. Und vielleicht bei manchen Leuten gelingt das besser als bei mir. Ich muss zugeben, ich mache es nicht genug. Ich werde es vielleicht mehr machen, aber es ist eine starke Sache. Er sagt, die Emuna bedeutet, keine Handlung oder Entscheidung am Leben zu treffen, groß oder klein, vor dem, dass er hat gesprochen und einen Ratschlag geholt von Hashem. Also das finde ich krass. Ich wiederhole noch einmal. Die wahre Emuna ist, wirklich an Hashem Verbindung zu haben. So wie ein Mensch macht nicht in seinem Arbeitsplatz nichts ohne Genehmigung von Chef. Genauso soll der Mensch, wenn er glaubt, wirklich Hashem, er ist der Boss, der Balaboss, der Chef, der Ebischter, der Gräster, soll er nichts machen, groß oder klein, vor dem, dass er hat mit Hashem gesprochen oder von ihm einen Ratschlag genommen. Das heißt, der Mensch muss eingravieren in seine Meinung tief, tief, gut, gut, dass ohne ihm gibt gar nichts. Und dass ich bin immer in seine Hände. Und es gibt keine Natur und keine Zufall und keine Passierung. Alles ist voll überwacht in alle Einzelheiten von ihm. Darum soll ein Mensch sich dran gewonnen, zu sprechen mit Hashem in die Sprache, die er kann, also mit seiner Muttersprache. Und erzählen Gott alle seine Passierungen, was ist ihm passiert heute, gestern, was wartet auf ihm heute. So wie ein guter Sohn spricht zu seinem Vater und so wie Freunde wirklich sprechen eine mit dem anderen. Du siehst manchmal Leute, die sitzen im Café und reden. Was reden sie? Was war? Was kommt? Was sagst du? Was denkst du? Es ist nicht verkehrt. Das ist einer von den drei Punkten. Ein Mensch muss in seinem Leben in drei Punkten arbeiten. Hashem, das ist sich selbst, sein Freund und sein Rebbe. Sich selbst bedeutet Hashem. Was will ich wirklich? Und danach kann man fragen, dem Rebbe oder dem Freund. Sagt hier bei die Emuna lernen, ein Mensch soll immer Gewohnheit haben, mit Hashem reden über alles, was er braucht. Physisches oder Erdisches. Soll er mit Hashem beraten? Hashem, Shalom. Es geht mir gut, ich danke dir für vieles. Meine Schuhe sind alt und ich brauche jetzt neue Schuhe. Was soll ich machen, Hashem? Soll ich bestellen im Internet oder soll ich gehen in dem Zeil selbst zu kaufen und messen? Geh lieber in Zeil, weil Schuhe kauft man nicht im Internet. Muss man es messen. Danke, Hashem. Toda Rabba. Ein Mensch wird denken, ich muss Hashem belästigen wegen Hashem? Wegen Schuhe? Ja. Klar, ja. Dann wirst du gehen in Zeil, wirst du ganz schnell finden deine Schuhe, wirst nicht labern rum um den ganzen Zeil und verschwenden 3 Stunden. Schade auf deine Zeit. Weißt du, wie oft Leute gehen? Und was hast du gekauft? Gar nichts, habe ich nicht gefunden, habe es nicht gefunden, aber verloren 4 Stunden. Deshalb soll man lernen, mit Hashem beraten. Es ist nicht leicht, wie gesagt, aber wenn ein Mensch schafft so einen Kontakt, wird er sehr, sehr stark in seine Emuna wachsen und man kann das langsam entwickeln. Also ein bisschen habe ich geschafft, aber ich sehe, das ist ein lange, lange, lange Weg, weil da braucht man wirklich viel, viel zu trainieren. Shkoyach.